Also ich habe im Jahr 2015 angefangen, also jetzt ungefähr 8, 9 Jahre schon. Wir behaupten bis heute noch, dass es damals eine echt besondere Zeit war. Wir haben irgendwie gemacht, was wir wollten. Es gab noch nicht richtig diese Regeln oder Struktur. Manchmal hatten wir Leiter, glaube ich, mehr Spaß mit den Kindern als die Kinder selbst. Irgendwie so. Ich habe einfach ein Herz für Kinder. Ich mache das total gern. Und dass wir dieses Privileg haben, den von Jesus zu erzählen. Wir dürfen die begleiten. Wir dürfen sehen, wie das irgendwann mal Männer und Frauen werden, die Jesus lieben, die Jesus annehmen. Und das bedeutet mir total viel. Und auch diese Liebe, diese einfache Liebe, die die Kinder Jesus gegenüber haben, ist total schön, das zu sehen. Ich durfte letztes Jahr für 3 Monate nach New York gehen und dort mit einer Organisation mitarbeiten oder so ein Praktikum dort machen, und die heißt Metro World Child. Metro World Child started as an inner city Sunday school in New York in 1980. Since then, Metro's reach has exploded across the globe. And now, it's the largest Sunday school in the world. Ich war eine von 13 Praktikanten dort und durfte da nochmal 3 Monate intensiv mit Kindern arbeiten. Und das war eine sehr, sehr, sehr gute Zeit auf jeden Fall. Ich war ganz alleine dort, was mir erstmal sehr viel Mut gekostet hat. Aber ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach und ich gehe jetzt erstmal den Schritt, und wenn Jesus alle Türen öffnet, dann wird er dort auch mit mir hingehen. Also war ich eigentlich nicht alleine. Er war ja schon da, ne? Uns wurde sehr schnell deutlich gemacht, wozu wir dort sind. Dass wir nicht dort sind, um einfach New York zu genießen, ne? Weil viele Leute wollen ja unbedingt New York sehen und es ist eine besondere Stadt. Aber darum ging es nicht, und das wurde uns sehr schnell deutlich gemacht. Es ging darum, 100% wirklich für Gott dort zu geben und für die Organisation, dass man mit vollem Einsatz und Eifer wirklich dabei ist und sein Allerbestes gibt. So when you first arrive at boot camp, we're gonna jump right into what we call hardcore training. Hardcore training is both classroom experience, but also hands-on experience, where you'll be able to learn the principles of how we communicate the gospel out on the streets in New York City. Meistens hatten wir ein Meeting irgendwie morgens früh, wo wir mit allen Mitarbeitern uns getroffen haben, gebetet haben, dann den Tag halt so gestartet haben. Und danach ging es dann auch schon los für uns nach draußen. Wir hatten dann so Trucks, mit denen sind wir quasi losgefahren in verschiedene Gegenden und haben dort an Straßenrändern dann angehalten und haben dort ein Kinderstundenprogramm für die Kinder gemacht. Und sind dann oft echt spät abends, manchmal um 9 Uhr irgendwie nach Hause gekommen. Dann haben wir Abendbrot gegessen. Dann ist man noch nicht schlafen gegangen, dann hat man sich vorbereitet für den nächsten Tag, und dann irgendwann gegen 11, 12 ist man dann schlafen gegangen, und am nächsten Morgen ging es dann wieder ungefähr so weiter. Man muss sagen, die Straßen in New York oder die Ghettos, wo ich auch unterwegs gewesen bin, das sind total dunkle Orte, was man gar nicht unbedingt in erster Linie denkt, wenn man an New York denkt. Die Kinder leben dort in Hochhäusern, total auf engem Raum gequetscht mit den Familien, manchmal auch mehrere Familien in einem Apartment. Es gibt dort total viele Bandenkriege immer noch, also die Gangs, die sich gegenseitig dort bekriegen. Viele Kinder haben gar nicht beide Elternteile. Oft sitzt der Vater schon irgendwie im Gefängnis, oder die Kinder haben Eltern, die selber in Gangs mit involviert sind. Und viele Kinder erleben einfach Gewalt, auch Hunger teilweise. Manche Kinder kriegen keine 3 Mahlzeiten dort am Tag. Liebe erfahren die Kinder dort auch nicht wirklich. Und dafür waren wir unter anderem auch da. Wir durften den Kindern Liebe zeigen. Total oft kamen die Kinder zu mir, haben mich einfach nur umarmt, weil die wussten, bei uns bekommen die das irgendwie. Die bekommen Liebe, und irgendwas ist mit uns anders. Und genau das wollten wir, dass die Kinder das sehen, weil wir sind anders, weil Jesus in uns lebt. Und das wollten wir genau den Kindern zeigen. Also wir haben die ganzen Kinder erstmal begrüßt, haben am Anfang viel mit denen gespielt und die willkommen geheißen, Lieder gesungen mit den Kindern, wir haben Spiele gespielt, getanzt. Der wichtigste Part war dann natürlich, wo wir den Kindern eine Bibelgeschichte erzählt haben und wo es halt um Jesus wirklich immer ging, weil er sollte ja der Fokus von dem ganzen Programm sein.
und was die Kinder mitnehmen. Am Ende haben wir eigentlich immer den Kindern die Möglichkeit gegeben, eine Entscheidung auch zu treffen und haben denen immer gesagt, wir sind da. Und total oft sind auch Eltern nach dem Programm sogar zu uns gekommen und haben gefragt, ob wir mit denen beten können, haben uns von ihren Problemen erzählt. Und dann kam eine wildfremde Frau einfach auf mich zu und meinte so, ey, du bist von Metro World Child, sehe ich. Und ich wollte dir einfach mal Danke sagen, was ihr für meine Tochter gemacht habt. Die Tochter hat ihren Abschluss fertig gemacht, ist danach studieren gegangen und ist Polizist geworden. Und das ist kein normaler Werdegang von einem Kind dort hinten. Viele beenden gar nicht richtig die Schule. Und ich meine, sie hat auch gesagt, dass sie mit Jesus lebt. Also es ist super schön, einfach von einer wildfremden Person angesprochen zu werden und die einem dann so ein Zeugnis irgendwie gibt, wo man dann auch wieder merkt, das macht wirklich Sinn, was wir dort machen. Oder ja, es trägt Früchte wirklich. Ich muss sagen, diese 3 Monate waren, glaube ich, die härteste Zeit, die ich bisher irgendwie so erlebt habe, aber gleichzeitig auch die schönste. Ich musste sehr viel lernen, über meinen Schatten zu springen. Wer mich kennt, weiß, ich stehe gar nicht gerne im Mittelpunkt, ich rede nicht gerne in ein Mikrofon und vor vielen Menschen schon gar nicht. Und dort hinten musste ich genau all das. Ich musste plötzlich auf einer Bühne stehen, in ein Mikro sprechen. Mich haben nicht nur Kinder gehört, sondern wir waren ja draußen auf der Straße. Mich konnte jeder hören und das auch noch auf einer fremden Sprache. Das war super herausfordernd und ich habe gemerkt, wie Gott mich so verändert hat, wie man immer mehr lernen durfte, irgendwie Menschenfurcht abzulegen und irgendwie auch verstanden hat, ey, es geht gar nicht nur um mich und irgendwie, was kann ich nicht, sondern es geht darum, bin ich offen Gott gegenüber, sage ich, hey Gott, hier bin ich, gebrauch mich. Das habe ich immer gemerkt, kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, wo ich total nervös war und dachte, boah, ich weiß gar nichts mehr, waren eigentlich meine letzten Worte immer, okay, Gott, jetzt musst du irgendwas machen, bitte sprich durch mich einfach. Und er hat mich nie im Stich gelassen, er hat mich da echt durchgetragen und wirklich, ja, wirklich verändert. Und nächstes Jahr, nee gar nicht, dieses Jahr, schon in 2 Monaten geht es los im August. Und dann darf ich dort wieder hinfahren und die gleiche Arbeit quasi wieder machen. Genau. Ich freue mich richtig, ich freue mich sehr auf die Arbeit dort hinten. Und ich glaube, dass wenn ich dort ankomme, wird das auch so ein Stück wie nach Hause kommen sein, weil ich mich echt wohlgefühlt habe und noch viele Menschen dort hinten kenne, auch viele Freunde einfach. Gleichzeitig gehe ich aber auch mit viel Respekt an die ganze Sache, weil ich diesmal genau weiß, was mich erwartet. Und ich weiß auch, dass das wieder herausfordernd sein wird und ich wieder über meine Schatten springen muss. Deswegen ist das so ein Misch aus Freude. Gleichzeitig habe ich sehr viel Respekt davor. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Gott mich da wieder durchtragen wird. Welchen Vers ich besonders mag, ist der, wo der Glaube ein bisschen mit Sport verglichen wird, wo gesagt wird, ich glaube, der geht ungefähr so, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen und alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens, ungefähr so geht der. Ich liebe diesen Vers irgendwie. Oder der zeigt mir immer wieder, hab das Ziel vor Augen, hab einen Fokus, leb nicht einfach so vor dich hin, sondern nutze die Zeit, die du einfach hast, diene Gott, diene dem Nächsten und ja, doch der begleitet mich.